Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, was ein Snowflake-Schema ist und wie dieses praktisch aussieht. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Bevor auf das Snowflake-Schema eingegangen werden kann, ist es wichtig zu verstehen, was Fakten und Dimensionstabellen sind. Kommen wir zu den Dimensionstabellen. Eine Dimension ist nichts anderes als eine Stammdatentabelle, welche Attribute enthält, die in Form einer Dimension gruppiert sind. Es gibt beispielsweise eine Zeitdimension, eine Produktdimension und viele weitere. Im Wesentlichen ist es eine Ansammlung von Informationen, die zur Beantwortung sinnvoller Geschäftsfragen herangezogen werden können, wenn diese zusammen mit Faktentabellen verwendet werden. Ein Beispiel dazu: Wenn ich nun mit dem SQL Server Management Studio mich auf die Datenbank verbinde und dann anschließend auf die Tabellen navigiere, habe ich nun viele bereits vorhanden und erkenne anhand dieser Struktur, dass beispielsweise im Schema Sales der Kunde eine Dimension ist. In dieser Dimensionstabelle besitzen wir nun beschreibende Attribute wie zum Beispiel Customer ID, die eindeutige Nummer, sowie deren Store ID und auch die Kontonummer. Und das sind sozusagen die wichtigsten zusätzlichen Informationen für den Kunden. Das beschreibt eine Dimensionstabelle. Was ist nun eine Faktentabelle? Wie zu sehen, sind mehrere Dimensionstabellen mit einer Faktentabelle verknüpft, die Schlüssel und Kennzahlen enthält. Das sehen wir uns am Beispiel von dem Sales-Schema wiederum an. Hier gibt es die Sales Order Detail und ein Blick auf diese Tabelle liefert uns einerseits viele Fremdschlüssel und andererseits Kennzahlen wie Unit Price oder Line Total. Und Fremdschlüssel sind hier zu sehen, zum Beispiel anhand der Produkt-ID oder Special Offer-ID. Und das beschreibt sozusagen eine Faktentabelle, welche aus Fremdschlüsseln zu den einzelnen Dimensionstabellen besteht. So viel zu diesem Exkurs zu Dimensionstabellen und Faktentabellen. Nun kommen wir zum Snowflake-Schema. Und zwar, dieses werden Dimensionen in mehreren Dimensionstabellen anstelle einer einzelnen Tabelle pro Dimension gespeichert. Das heißt, es findet eine weitere Abstufung der Dimensionstabelle statt. Die mehreren Tabellen, die einer bestimmten Dimension zugeordnet sind, verzweigen sich weiter, was wir anhand einer Dimensionstabelle nun grafisch nachsehen möchten. Und zwar befinden wir uns nun im Datenmodell der AdventureWorks Beispiel Datenbank und sehen, dass in dieser Übersicht dieses Datenmodells zentral die Bewegungsdaten-Faktentabelle vorhanden ist und zu dieser einzelne Dimensionstabellen wie die Währung oder Promotion oder Produkt verknüpft sind. Nun, in dieser Darstellung sehen wir, dass es einem Star-Schema entsprechen würde. Nun, das Snowflake-Schema ist oder basiert auf das Star-Schema und unterscheidet sich darin, dass auf einer Dimensionstabelle noch weitere Untergliederung einer Dimensionstabelle erfolgt. Und zwar in diesem Fall gibt es die Dimensionstabelle Produkt, welche auf die Faktentabelle verknüpft ist. Und diese wird noch weiters untergliedert, und zwar nach der Kategorie und der Unterkategorie. Und mit dieser zusätzlichen Unterscheidung wird dieses Datenmodell in ein Snowflake-Schema übergeführt und bildlich sozusagen
entsprechend diese Schneeflocken. In anderen Worten, ein Snowflake-Schema ist eine Erweiterung eines Sternschemas bzw. Starschemas. Wenn nun in diesem Schema mehrere Tabellen für eine einzelne Dimension erstellt werden, ist eine gewisse Denormalisierung eben erforderlich. Auf der positiven Seite kann dadurch die Redundanz reduziert werden und den Festplattenspeicher minimiert werden, der für ein Star-Schema mit doppelten Datensätzen typisch wäre. Auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, dass komplexere Joins erforderlich sind, um Auswertungen zu beantworten, was die Abfrageleistung verlangsamt. Ich hoffe, ich konnte euch das Snowflake-Schema näher bringen und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!